Ich bin mal zynisch, ich will mitmischen. Watcher, these are circle problems and they'll be kept between circle wizards for the moment. Entschuldigung, Fechter, die sind... Habe ich jetzt auch das Richtige gewählt? Entschuldigung, Fechter, die sind Zirkelprobleme und wenigstens für den Augenblick bleiben sie unter den Zirkelzaubern. Den wirft Lengrad einen kurzen Blick zu. You should have gotten the lay of the land by now. Any news on Maura? Du sollst mittlerweile die Gebräuche dieses Landes kennen. Neuigkeiten von Maura? Maura wurde getötet und von Sporen infiziert. Damn it. Verdammt. From what we've seen of this place, I suppose that shouldn't be surprising. I pray her return to the wheel was swift at least. Angesichts dessen, was wir von diesem Ort gesehen haben, sollte das meiner Meinung nach nicht überraschend sein. Ich bete, dass sie zumindest schnell auf das Rad zurückgekehrt ist. But gods, what a miserable way to end one's life. Aber bei den Göttern, was für ein schreckliches Ende für ein Leben. Lengrads übelicher Stoismus kommt für einen Moment ins Stolpern und sie wendet sich mit einem Ausdruck tiefer Sorge auf ihrem Gesicht ab. How could this have happened? Wie hätte das passieren können? Ich vermute, dass ein Mann namens Fionnleg dahinter gesteckt hat. Was auch immer ihr zugestoßen ist, ich werde verdammt sicherstellen, dass es nicht auf uns zustößt. Mit den Achsenzucken. Sind wir mal ehrlich. Is this another agent of Whale? Fionnleg, ist das ein weiterer Agent von Whale? Er arbeitet gegen Whale, nicht für sie. Whale ist weiblich? Ich weiß nicht, welche Absichten er verfolgt, aber er möchte in Whales Körper gelangen. Len, we should invite him into the circle. It's lonely being the only free thinker with bold, terrible ideas. Len, wir sollten ihn in den Zirkel einladen. Es ist einsam, der einzige Freidenker mit kühnschrecklichen Ideen zu sein. This is really not the time, Tane. Es ist nicht wirklich die Zeit dafür, Tane. Whatever this Fionnleg wants, his intentions aren't good. Was auch immer dieser Fionnleg will, seine Absichten sind nicht gut. We cannot allow Wells' Titan body to live. It's simply too dangerous a temptation. We must destroy it. Wir können nicht erlauben, dass Wales Titankörper lebt. Es ist einfach eine zu gefährliche Versuchung. Wir müssen ihn zerstören. The only thing you'd be destroying is opportunity. Did it never occur to you that maybe Wael wanted his body to be found so that it could help those of us with the imagination to use it? Das Einzige, was ihr zerstören würdet, wäre eine Gelegenheit. Ist es dir nie in den Sinn gekommen, dass Wael vielleicht wollte, dass sein Körper gefunden wird, sodass er hilfreich sein kann, wenn einer von uns genug Fantasie hat, ihn zu nutzen? As cruel as this sanctum can be, I have a soft spot for that old bucket of eyeballs. I wouldn't want to disappoint our host by leaving empty-handed. So grausam wie dieses Heiligtum auch sein kann, habe ich doch ein Faible für diesen alten Sack voller Augen. Ich würde unseren Gastgeber nicht enttäuschen wollen, indem ich mit leeren Händen entschwinde. Genug geredet, ich gehe rein. Wales Körper ist ein ungewöhnliches Geschenk, aber eines, das ich gerne annehmen würde. Wales Körper zu zerstören ist die einzige verantwortungsbewusste Möglichkeit. Wenn ich derjenige bin, der seine Haut riskiert, bin ich auch derjenige, der entscheidet. Das hier wäre viel einfacher, wenn ihr zwei euch nicht dauernd an die Gurgeln gehen würdet. Nehmen wir mal die vier. Len, it sounds like the Watcher has heard enough from you and me. We'd only hurt our cause by pressing the matter. Len, das hört sich an, als hätte der Wächter von dir und mir genug. Wir schaden nur unserer Sache, wenn wir drauf drängen. Er artikuliert sehr langsam und sehr deutlich die Worte Whale aufweg in deine Richtung. Lenkraft seufzt und schüttelt ihren Kopf. Don't let Tane manipulate you to further his own impulsive, foolishly optimistic ends. Lass sie von Tane nicht weiter manipulieren, damit er seinen eigenen impulsiven und dumm optimistischen Zielen wieder einen Schritt näher kommt. Foolish optimism has never failed me in the past. At least my plan keeps things interesting. Dummer Optimismus hat mich in der Vergangenheit noch nie im Stich gelassen. Mein Plan sorgt zumindest dafür, dass die Dinge interessant bleiben. My plan keeps us alive. Mein Plan hält uns am Leben. Find me later. There's something I'd like to discuss with you outside of a certain someone's earshot. Komm später zu mir. Es gibt etwas, das ich mit dir außerhalb der Reichweite einer gewissen Person besprechen würde. Wir reden später. Mhm. So, jetzt will ich aber erst einmal hier das eine Buch drauflegen. Weil ich habe jetzt schon mal das Horn verbrannt. Jetzt muss ich nur noch die Aufzeichnung wohl vernichten. Ja, das Pult der Trübung steht leer vor dir. Die Memoiren von Heldia auf dem Pult platzieren. Licht schimmert auf dem Folianten und die Worte von Weg Heldia schmelzen dahin. So, damit habe ich wohl
sein Horn und sein Buch zerstört. Also seine Memoiren zerstört. Und damit wurde seine letzten Besitztümer freigeschalten. Orakelfokus der Wake. Er hatte nach der Ermächtigung einer Fähigkeit gewährt Schildvergrößerung. Was? Verbündet Wirkungsbereich. Okay. Verzaubern könnten wir es auch. Der Bug, den kapiere ich jetzt gerade nicht. Verstärkte Schildvergrößerung. Verbündete erhalten mehr Abwehr. Wie viel denn? 12, okay. Und die da? Erhalten statt Abwehr auf einen Bonus auf alle Verteidigung. Okay, ist nicht schlecht. Kanalisierter Schild. Ach, nach der Ermächtigung. Und was macht das? Plus 10 Abwehr. Plus 5 Abwehr bis zum Ende der... Okay. Dann haben wir hier noch einen guten kleinen Schild und einen Peridot. Okay. Also ja, bilden wir erstmal Berkana, ihr Zauberbuch. Bin mal gespannt, ob wir jetzt erstmal wieder gleich ins Orakel stolpern. Ich hoffe mal nicht. Könnte aber fast passieren, wenn wir hier rausgehen, hä? Nö. Gut. Hallo, Berkana. Berkana. Ich erinnere mich an dich. Berkana sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Berkana, ihr Zauberbuch geben. Sieh mal, was ich gefunden habe. Sie drückt das Buch fest an ihre Brust und seufzt zufrieden. Thank you for coming back to me. Danke, dass du zurückgekommen bist. Nach einer langen Pause widmet sie dir ihre Aufmerksamkeit. And thank you, Watcher. Now I have two friends and I feel richer than ever. Und ich danke dir, Wächter. Jetzt habe ich zwei Freunde und fühle mich so reich wie nie zuvor. Sie reicht dir einen Münzbeutel. Sie öffnet das Zauberbuch und schlägt die letzten Seiten auf, wobei sie Fingernägel kaut, während sie liest. This is it. Now I remember how I got involved in this mess. I was searching for a celestial catalyst. Das ist es. Jetzt erinnere ich mich, wie ich in dieses Chaos hineingeraten bin. Ich war auf der Suche nach einem himmlischen Auslöser. Was ist denn ein himmlischer Auslöser? Fasina, du scheinst nachdenklich. Alok, sagt dir das was? Nehmen wir mal Fasina. She thinks she can draw power from a fallen star. Tondere, a waste of time. I cannot help but respect her ambition. I always assumed something like this was beyond me. Sie glaubt, sie könne die Macht aus einer Sternschnuppe ziehen. Dummheit, reine Zeitverschwendung. Aber ich muss ihren Ehrgeiz bewundern. Ich habe schon immer angenommen, dass etwas in der Art über mir stand. Fasina wendet sich ab und verschränkt die Arme. My mother taught me that you cannot hit a moon unless you aim for the stars. Give it a try sometime, Fasina. Meine Mutter brachte mir bei, dass man keinen Mond treffen kann, wenn man nicht nach den Sternen trachtet. Versuch es doch gelegentlich mal, Fasina. Berkana klopft ihr auf die Schulter. I have been researching the properties of wayward stars. If my findings pan out, a piece of one may be the last component I need to scribe my first spell. That and my book friend here. Ich habe die Eigenschaften von unberechenbaren Sternen erforscht. Am Ende meiner Erkenntnisse ist ein Stück von einem dieser Sterne möglicherweise die letzte Komponente, die ich brauche, um meinen ersten Zauber zu schreiben. Das und mein Bücherfreund hier. Sie streichelt ihr Zauberbuch und lächelt. I know that a star fell on the Black Isles recently. A brilliant purple rock streaked across the sky and landed in this area. The only trick is finding it. Ich weiß, dass vor kurzem eine Sternschnuppe auf die schwarzen Inseln gestürzt ist. Ein schimmernder, lilafarbener Fels fuhr durch den Himmel und stürzte in diesem Gebiet zu Boden. Die einzige Schwierigkeit liegt darin, ihn zu finden. Once I have the metal and complete my spell, I'll see to it that you are the second person in all the world to wield its power. Sobald ich das Metall habe und meinen Zauber fertiggestellt habe, werde ich dafür sorgen, dass du die zweite Person auf der ganzen Welt bist, die dessen Macht nutzt. If
you had started your tale by explaining how it would benefit us, we would have agreed to it by now. Wenn du deine Geschichte damit begonnen hättest zu erklären, was wir davon hätten, da hätten wir schon längst zugestimmt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was sich eher tun würde, als nach einem gefallenen Stern zu suchen. Wenn du einen Zauber schreibst, wirst du dadurch dann zu einer Erzmagierin? Fragen wir mal. Knowing the circle, it will not be so simple. It could take years. Even Consulhoth had to fight for his acceptance. So wie ich den Zirkel kenne, wird das nicht einfach werden. Das könnte Jahre dauern. Selbst Consulhoth musste darum kämpfen, aufgenommen zu werden. Save your breath, my dear. The circle is nothing but a gathering of old crooks dodging taxes by posturing that they care for some nebulous, unachievable greater good. Spar dir den Atem, meine Liebe. Der Zirkel ist nichts mehr als eine Versammlung alter Kreise, die Steuern umgehen, indem sie vorgeben, sich für irgendein nebulöses, unerreichbares Allgemeinwohl einzusetzen. Consulhoth bildet Anführungsstriche in der Luft, indem er zweimal die Augenbrauen hebt, wobei er die ganze Zeit grinst. All the same, I am determined to try. Trotzdem bin ich entschlossen, es zu versuchen. Berkana ballt die Hand zu einer Faust, zwinkert hier zu. Dieser Stern könnte überall gelandet sein. Die verschleierten Hallen sind wie eine Elster auf der Suche nach glänzenden Dingen. Es ist am wahrscheinlichsten, hier einen himmlischen Auslöser zu finden, als an irgendeinem anderen Ort im Archipel. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, was ich hier tun würde, als nach einem gefallenen Stern zu suchen. Then we are well paired. Agrasima, Watcher. Dann passen wir gut zusammen, Agrasima, Wächter. The keepers of this prison might not permit you to take the star metal. If you must harm someone to claim it, make it quick. Ak. Die Behüter dieses Gefängnisses werden dir möglicherweise nicht erlauben, das Sternmetall mitzunehmen. Wenn du jemandem wehtun musst, um es zu bekommen, mach es schnell, Ak. Wie bist du in die Sammlung geraten? Ich spottete einen Shooting Star in the skies over the Black Isles. So brilliant and bright. I sent mercenaries to find it, but heard nothing back for some time. Ich habe eine Sternschnuppe im Himmel über der schwarzen Insel beobachtet. So schimmert und hell, ich habe Söldner ausgesandt, um danach zu suchen, habe aber einige Zeit lang nichts mehr von ihnen gehört. Weeks later, their leader reported back to the observatory, but he was wrong on the inside. Like his mind was not his own. I blasted him with everything I had. But he dragged me screaming into that prison. Einige Wochen später meldet sich ihr Anführer beim Observatorium zurück. Er war aber, in ihm stimmte etwas nicht. Als wenn sein Verstand nicht sein eigener war. Ich feuerte mit allem auf ihn, was ich hatte. Er zerrte mich aber schreiend in dieses Gefängnis. There was something about my research. The hand occult wanted to hide. They never told me what it was. Es gab etwas an meiner Forschung, das die okkulte Hand geheim halten wollte. Sie haben mir nie gesagt, was es war. Was ist mit den angehörten Söldnern passiert? The collections must have claimed the mercenaries. More test subjects for their vile experiments. Die Sammlung hat sich die Söldner wohl geschnappt. Weitere Versuchsobjekte für ihre bösartigen Experimente. Every day the keepers threw more bodies down into the pit. Or fed them alive and screaming to the worm dog. Täglich werfen die Wachleute mehr Leichen in die Grube oder verfüttern die Leute lebendig und schreien an dem Wurmhund. Berkana rümpft die Nase bei diesem Gedanken. Wie hast du deine Erinnerung verloren? Sad to say that difficulties of the mind are nothing new for me. Some months ago a spell backfired and I need a little help to recall myself from time to time. Es ist schon traurig, sagen zu müssen, dass mir Probleme mit dem Verstand nicht fremd sind. Vor einigen Monaten ging ein Zauber nach hinten los. Und seitdem brauche ich gelegentlich etwas Hilfe, um mich zu erinnern. But that shrieking from the collections, that was different. It wipes you clean. Whole days passed where it took everything I had, just to remember to breathe. Aber dieses Geschrei aus der Sammlung, das war anders, das löscht alles aus. Es vergingen ganze Tage, an denen ich alles auffahren musste, um mich nur daran zu erinnern, wie man atmet. Bei dieser Erinnerung innehalten, massiert sich Vekana langsam den Nacken. I think my accident was the only reason I had any mind left to recover.
there was some part of me up here that the screams never reached. Ich denke, mein Unfall war der einzige Grund, warum ich überhaupt noch Verstand hatte, den ich wiedererlangen konnte. Es gab da einen Teil von mir hier oben, den die Schreie niemals erreichten. Zurück zu meinen anderen Fragen. Frag ruhig, Amico. Ich habe nichts Dringendes vor. Picarna lächelt. Ich habe doch kein Schwermetall gefunden. But you are generous to look. Falling stars are elusive on the best of days, even when they sit still. Ach, es wäre aber nett, wenn du danach ausschaust. Sternstürme sind meistens nur schwer zu fassen, auch wenn sie stillhalten. Dann leb erstmal wohl. Neue Quest? Aus den ewigen Weiten. Jetzt, wo Picarna wieder im Besitz ihres Zauberbuchs ist, lesen wir das nächste Mal vor. Speichern. Ich überziehe nämlich mal wieder. Gut, das ist jetzt LP086. Mal sehen, ob wir es noch vor LP100 schaffen, das Spiel zu beenden. Das geht ja jetzt schon ziemlich lange. Aber jetzt erstmal speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.